Israel hat in der Nacht seine Vergeltungsangriffe im gesamten Gazastreifen fortgesetzt. Die israelische Armee erklärte am Mittwoch, ihre Kampfflugzeuge hätten mehr als 200 Ziele in einem Viertel von Gazastadt getroffen, das die Hamas am Samstag für ihre Angriffswelle genutzt hatte. Hamas-nahe Medien berichteten, dass dabei hochrangige Hamas-Mitglieder ums Leben gekommen seien. Mehr als 180.000 Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen im Gazastreifen obdachlos. Viele leben auf der Straße oder suchen Schutz in Schulen. Seit Samstag haben die israelischen Angriffe nach Angaben des palästinensischen Außenministeriums mehr als 22.600 Wohnhäuser sowie 10 Gesundheitseinrichtungen zerstört. 48 Schulen wurden beschädigt. Nach Angaben des staatlichen israelischen Rundfunks stieg die Zahl der israelischen Todesopfer durch den Hamas-Angriff auf 1.200.